Sich einen Hund anzuschaffen ist eine große Sache. Euer neues Familienmitglied wird euch für viele Jahre begleiten. Damit eurem Glück von Anfang an nichts im Wege steht, solltet ihr euch vorher gut informieren. Besonders, wenn ihr dabei an einen Welpen denkt. Wir haben ein paar Tipps für euch, worauf ihr bei der Suche nach einem gesunden Welpen achten solltet. Die Frage aller Fragen steht ganz am Anfang. Welcher Hund passt denn überhaupt zu euch? Seid ihr eher der ruhige Typ oder super sportlich? Lebt ihr allein oder habt ihr eine Familie mit kleinen oder großen Kindern? Wohnt ihr in der Stadt oder ländlich? Und nicht zuletzt, hattet ihr schon mal einen Hund oder ist das euer erster? Bei der Auswahl der Rasse solltet ihr diese Fragen immer im Hinterkopf haben. Es gibt zum Beispiel Hunde, die einen enormen Jagdtrieb haben und überhaupt nichts für Anfänger sind. Oder aber besonders familientaugliche, die super geduldig mit Kindern sind. Ihr könnt euch an unseren Rasseporträts orientieren und auch in die vielen anderen Videos zu Welpenfragen und über das schöne Leben mit den Vierbeinern. Schaut doch mal rein! Wenn ihr abonniert und gleich das Glöckchen klickt, gehört ihr ab sofort zur bestinformierten Community. Wenn ihr lieber einen Mischling haben wollt, ist es ebenfalls ganz gut zu wissen, welche typischen Rasseeigenschaften in der Mischung enthalten sind. An den Rasseeigenschaften könnt ihr euch gut orientieren. Eine Garantie für bestimmte Charaktereigenschaften bekommt ihr mit der Wahl der Rasse aber natürlich nicht. Schließlich ist jeder Hund, ob Rassehund oder Mischling, total individuell. Und das ist ja auch das Schöne. Euer Hund wird einfach einzigartig sein. Spielt für euch auch eine Rolle, ob euer Hund ein Rüde oder eine Hündin ist? Vielleicht habt ihr auch schon mal gehört, dass Rüden aggressiver seien und Hündinnen gelehriger. Wir haben unseren Tierarzt Matthias mal danach gefragt. Seine Antworten findet ihr in unserem Video Die Unterschiede zwischen Rüde und Hündin. Das sind wohl alles eher Klischees. Es ist so, dass die Rasse, die Sozialisation und vor allem die Erziehung mehr Einfluss auf den Charakter des Hundes haben als sein Geschlecht. Also, hört einfach auf euer Herz, wenn ihr die Wahl zwischen einem Rüden oder einer Hündin eines Wurfs haben solltet. Und genaue Auskunft über die Welpen und ihre Hundeeltern können euch die Menschen geben, die sich um die kleinen Fellknäuel in den ersten Wochen gekümmert haben. Ganz gleich, ob Rassehund oder Mischlinge. Wenn ihr euch für eine Rasse entschieden habt, sucht bitte nach seriösen Züchtern dieser Rasse. Die meisten sind Mitglieder im Verband für das deutsche Hundewesen oder in einem Verband für die jeweilige Rasse. Gute Züchter haben hohe Standards für die Gesundheit und das Aussehen ihrer Welpen und sie kümmern sich richtig gut um die Hundemama und ihren Nachwuchs. Sie kennen die Tiere und können euch bei eurer Auswahl beraten und sie haben sicher auch Tipps für die Ernährung und für gesundheitliche Vorsorgemaßnahmen. Gute Züchter erlauben euch in der Regel auch, euren Hund schon vor dem offiziellen Umzug zu besuchen, damit sich der Welpe an euch gewöhnen kann und der Einzug bei euch leichter wird. Achtet bei euren Besuchen auf eine saubere Umgebung, gesunde und entspannte Elterntiere und auf vollständige und ordentliche Papiere. Kritische Fragen an euch sind übrigens kein Zeichen von Unhöflichkeit. Ganz im Gegenteil, sie sind ein gutes Zeichen dafür, dass der Züchter wissen möchte, ob es die Welpen bei ihren neuen Besitzern gut haben werden. Mischlinge sind übrigens die beliebteste Hunderasse in Deutschland. Kein Wunder, so individuell wie sie sind. Und bei der Anschaffung von Mischlingswelpen gilt eigentlich das Gleiche wie beim Rassezüchter. Schaut euch nicht nur die Hunde, sondern auch die Menschen an, die euch ihre Welpen anbieten. Es gibt viele Privatleute, die einen richtig guten Job machen und auch ohne Verbandszugehörigkeit gesunde Welpen züchten. Meist inserieren sie auf Portalen mit Kleinanzeigen oder vielleicht habt ihr einen Tipp von Bekannten und Freunden bekommen. Achtet auch hier auf eine saubere Kinderstube der Welpen mit Auslauf und Familienanschluss, einen freundlichen Umgang mit den Hunden und Kenntnisse über die Eltern sind auch hier ein Muss. Wenn sie schon älter als 12 Wochen sind, sind sie vielleicht auch schon geimpft. Schaut mal in unser Video »So entwickeln sich Welpen«. Da könnt ihr mehr über den richtigen Zeitpunkt von Impfungen erfahren. Das ist übrigens auch ein Grund, warum auch Mischlingswelpen ihren Preis haben. Es sind bereits Arznei- und Tierarztkosten angefallen und natürlich eine Menge Futter- und Reinigungskosten. Viele erheben eine Gebühr, die diese Kosten mit abdeckt. Wenn ihr also von professionellen oder privaten Züchtern Schnäppchen angeboten bekommt, sollten eure Alarmglocken klingeln. Bitte prüft genau, was dahinter steckt und nehmt lieber Abstand, wenn ihr die Tiere gar nicht vorher kennenlernen könnt. Im schlimmsten Fall sind die Hundebabys viel zu früh von der Mutter getrennt worden oder sogar krank und sterben nach ein paar Wochen.
lehnt grundsätzlich Kofferraumgeschäfte ab, zum Beispiel mit Übergaben an Parkplätzen oder sowas. Das verheißt nichts Gutes. Auch in Tierheimen fällt eine solche Schutzgebühr an und die heißt auch mit voller Absicht Schutzgebühr. Die Adoption von Tieren aus einem Tierheim ist sowieso eine gute Idee. Dort kann es auch schon mal Welpen oder Junghunde geben, die ein neues Zuhause suchen. Fragt einfach bei einem Tierheim in der Nähe nach. Die Tierschützer wissen oft auch etwas über ihre Herkunft und können ihren Charakter ein bisschen einschätzen. Hier wird es aber wahrscheinlich keine Papiere oder viele Infos über den Hintergrund der Tiere geben. Dafür schenkt ihr diesen Hunden eine tolle zweite Chance auf einen guten Start ins Leben. Vielleicht muss es ja auch nicht unbedingt ein Welpe sein und ihr verliebt euch in einen anderen Tierheimbewohner. Wir wünschen euch in jedem Fall viel Erfolg bei eurer Suche nach dem Hund eures Herzens. Plant ihr gerade, euch einen Welpen zu kaufen? Sucht ihr nach einer bestimmten Rasse oder soll es ein Mischling sein? Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das macht. Und dann sehen wir uns hier also demnächst öfter. Tschüss und bis bald!